Hi, welcome to back on my channel. So, hallo lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe jetzt endlich eine Speicherkarte gekauft und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Ich bin jetzt gerade mit meiner Schwester nach Hause gekommen. Wir waren ganz kurz beim Arzt und haben ein paar Sachen erledigt. Und jetzt mache ich schnell Mittagessen, weil Lian kommt auch schon gleich von der Schule. Und ja, würde ich sagen, nehme ich euch heute mit und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei meinem Video. Ja, ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet für die Kotlets. Also auf Polnisch heißt das Kotlet, auf Deutsch Schnitzel, ne? Ja genau, also ich mache heute einfach Schnitzel und dazu mache ich einfach Kartoffeln und vielleicht noch irgendeinen Salat, einfach mit Mais, Gurke und Zwiebel. Habe ich irgendwie Lust drauf. Oder einfach Gurke mit Schmand. Das isst Louis auch voll gerne. Ach ja, und was ich euch noch sagen wollte, Leute. Oh, sorry. Ich und meine Schwester haben uns gedacht, dass wir vielleicht am Montag, also heute schaffen wir das leider nicht mehr, morgen auch nicht, morgen hat Lian Geburtstag, dass wir diese Nudel-Challenge machen, diese scharfe Nudeln. Eigentlich habe ich gesagt, ich werde es nie machen, weil ich kacke, glaube ich, richtig ab. Ich kann überhaupt nicht scharfes essen, so ein bisschen scharf geht, aber das sind die ganz scharfen, meinte sie. Ja, also wenn ihr Bock habt auf dieses Video, dass ich meine Schwester eine Challenge mache, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also ich werde richtig sterben, Leute, ich sag's euch. Was sagen Sie dazu? Schaff mich. Ja, Hot Chicken Flour. Sag mal gleich meine alte Nummer. Ja, Moment. Ja, würde ich sagen, koche ich jetzt erstmal und melde mich später. So, Essen ist jetzt fertig. Meine Schwester ist jetzt auch losgefahren. Ihren Kleinen abholen. Ich habe Luis auch schon abgeholt. Der ist im Zimmer heute mal am Essen. Also heute darf er im Zimmer essen. Und ja, Lian ist auch schon fertig mit Essen. Ich mag es immer gerne mit Maggi. Meine Kinder auch. Ja? Noch mehr? Wir haben den ganzen Teller aufgegessen. Genau, würde ich sagen, essen wir erstmal. So, fertig gegessen. Ihr kennt mich ja. Egal wie satt ich bin, ich muss noch einen Tee trinken und was Süßes essen. Habe diese Weihnachtskekse Spekulatius geholt. Die werde ich auf jeden Fall jetzt essen. Was machst du da? Ich mache mit denen raus. Ja. Und heute Abend muss ich hier diese zwei, also diesen einen Kuchen backen für die Schule. Er hat ja mal Geburtstag. Und dann gibt es noch solche Papageien-Muffins. Genau, ich glaube, das müsste reichen. Ja, was soll ich sagen? Ich kann es einfach nicht lassen. Und die Schokolade, ich liebe sie. So lecker. Einfach mein Geschmack. Aber ich übertreibe es jetzt nicht, ne? Ein paar Kekse. Ein Stückchen Schokolade. Passt schon. Ab nächste Woche ziehe ich wieder durch mit Fitness, ne? Ich verstehe nicht, wieso die Kamera so rot mein Gesicht macht. So rot bin ich gar nicht. Egal, ich wollte jetzt sagen, ich werde jetzt ganz schnell... Luis, lass das, du schneidest dich. Ganz schnell meine Küche noch schnell sauber machen, durchsaugen, Wäsche anmachen und... Bodenwischen mache ich abends, weil meine Schwester kommt jetzt gleich. Wie gesagt, wir fahren mit den Kindern zum Friseur. Lia hat hier morgen Geburtstag. Wie gesagt, dann nehme ich die Kamera auch mit. Genau, er hat... Also insgesamt sind das 7 Kinder, also mit meinen beiden. Genau, also werde ich euch morgen auch noch mitnehmen. Und ja, wenn wir vielleicht heute Kuchen backen. Weiß nicht, ob ich das schaffe, vielleicht kann ich das auch noch ein bisschen mitfilmen. Ja, würde ich sagen, mache jetzt erstmal meinen Haushalt, mache Musik an und let's go. Die Kinder sind draußen jetzt in der Zeit am Spielen. Draußen scheint die Sonne. Ja, und morgen mache ich mich auch mal endlich wieder ein bisschen schick. Ich weiß, ihr mögt es nicht. Sorry, dunkel. Ich weiß, ihr mögt es nicht, wenn ich meine Wimpern klebe. Vor allem diese extremen Wimpern. Aber ich finde die so geil und ich sehe komplett anders aus. Ja, mal gucken, was ich morgen so anziehe. Samstag habe ich kinderfrei, da weiß ich auch noch nicht, was ich mache. Ich habe irgendwie gar nichts Bock, kennt ihr sowas? Also wirklich gar keinen Bock, obwohl ich kinderfrei habe. Ich habe auf nichts Lust. Vielleicht mache ich so einen Filmeabend einfach nur mal schauen. Ach ja, und ich habe hier Anzüge geholt. Von meiner Freundin. Die Schwiegerin, so. Zeige ich euch mal ganz kurz. Sie war in der Türkei und hat ein paar Klamotten mitgebracht. Habe ich welches von ihr abgekauft. Einmal so ein T-Shirt.
Champion, dann von Tommy Hilfiger ein T-Shirt. Das bekommt zum Beispiel Julian auch zum Geburtstag und er bekommt von mir ein Handy. Zwar nicht ein komplett neues Handy, aber es ist gebraucht, aber ist noch in Top-Zustand. Und ich wollte Lian jetzt kein neues Handy kaufen. Ja, weil Lian, der hatte schon zwei Handys und die sind schon kaputt. Es waren zwei gute Handys, Samsung S6 hatte er, glaube ich, S7, S6. Egal, auf jeden Fall gute Handys eigentlich, ne? Hatte beide kaputt gemacht. Eigentlich habe ich zu ihm gesagt, du kriegst keine Handys mehr, weil du die kaputt machst. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn er ein Handy hat, weil wenn er mal von der Schule früher nach Hause kommt und ich kurz nicht da bin oder ich komme vielleicht mal eine halbe Stunde später, dass ich ihn irgendwie erreichen kann. Also finde ich das schon mal ganz gut, dass er ein Handy hat. Es gibt ja auch diese Uhr, diese, wie heißt die denn? Diese Watch, keine Ahnung. Diese Uhren halt, ne, wo man die Kinder auch erreichen kann. Aber er will unbedingt ein Handy, da spielt er auch mit seinen Kumpels irgendwelche Apps drauf. Deswegen habe ich gesagt, ist okay, aber er darf die halt nicht auf dem Spielplatz, er darf sein Handy nicht auf dem Spielplatz mitnehmen. Und deswegen kriegt er einfach ein gebrauchtes Handy, aber ist noch wie im Top-Zustand, ne? Gucken wir mal, wollte ich auch heute abholen. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Klamotten. Ja, für Lian habe ich dieses hier Tommy Hilfiger Anzug geholt. Richtig, richtig schön. Ich muss sagen, in der Türkei sind die Klamotten wirklich von der Qualität super. Also man muss mal halt aufpassen, es gibt diese billige Variante und diese teure Qualität, sage ich jetzt mal. Aber das sind, glaube ich, die guten. Mal gucken nach dem Waschen, wie die aussehen. Ja, und für Luis habe ich hier so einen Fila-Anzug gekauft. Ja, auch richtig süß. Auch mit Kapuze. Achso, Lian hat ohne Kapuze, ne? Aber Lian hat hier auch diese Taschen. Finde ich richtig cool. Und ja, noch eine passende Hose natürlich zu Lians Pullover. Ja, finde es richtig gut. Ja, das zieht er morgen zum Geburtstag an. Ist ja richtig schick. Deswegen jetzt gleich noch zum Friseur. Noch Haare schön machen. Genau. Und wir haben uns auch morgen überlegt, dass wir ein paar Spiele, also ich habe hier gestern mit den Kindern ein paar Sachen aufgeschrieben, was wir morgen so mit den Kindern machen. Ich habe, also um 15 Uhr fängt das an. Ja, um 15 Uhr fängt das an und bis 19 Uhr habe ich jetzt nicht so lange gemacht, aber mit so vielen Kindern, glaube ich, reicht es. Die sind eh sowieso jeden Tag hier zusammen alle am Spielen. Ja, die wohnen alle hier in der Nähe, deswegen sehen die sich sowieso jeden Tag. Ja, wenn alle kommen, setzen wir uns hin, essen erstmal oder er packt erstmal seine Geschenke aus, dann essen wir. Ich mache einfach Würstchen, Pommes, Nuggets, aber das zeige ich euch morgen alles. Ich verrate schon wieder viel zu viel. Genau, habe ich hier aufgeschrieben. Ich wollte so zwei Schatztüten machen, also so kleine Tütchen machen mit so Kleinkram und ein bisschen Süßes. Und ich wollte es hinterm Haus verstecken mit meinen Kindern zusammen. Und die Jungs, also die Freunde von Lian, die müssen das dann suchen. Also es gibt zwei Tüten. Und wer die zwei Tüten findet, er darf die auch nach Hause mitnehmen und behalten. Das haben wir uns überlegt. Dann wollten wir so ein Pfeilspiel, Pfeilversteckenspiel machen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Spionspiel. Da malt ihr halt diese Pfeile. Und man muss dann später den Pfeilen folgen und sie verstecken. Kennt ihr das? Kennt ihr bestimmt, ne? Ich kann nicht gut erklären, man merkt es. Ja, dann ganz normal wollten die Verstecken spielen und dann wollten wir noch Disco im Kinderzimmer machen. Ich habe so Leuchtarmbänder und sowas gekauft, kennt ihr bestimmt auch. Und eine Leuchtkugel, ein bisschen Musik, dass wir da ein bisschen, ja, Quatsch machen können, ein bisschen tanzen, ne? Genau. Ich glaube, in diesen 4 Stunden reicht das. Ja, aber so süß, Lian freut sich schon so richtig, ne, auf seinen Geburtstag. Er wird schon 8. Oh mein Gott. So, jetzt aber wirklich Musik an und aufräumen. Und ich habe hier noch alte Fotos. Man merkt, ich habe lange nicht gefilmt, ne, diese paar Tage. Ich hatte ganz richtig Lust zu filmen, aber ich konnte einfach nicht wegen meiner Speicherkarte. Jetzt habe ich mir endlich eine geholt. Diese Haare. Guckt mal. Das ist von mir und Luis. Oh mein Gott.
Ich kann nicht mehr, ich habe mich so verliebt, ne, diese Bilder. So, okay, würde ich sagen, Musik an und let's go. Nägel auf den schwarzen Abzug. Nicht mehr so süß. Luis hat gestern Abend für Leon ein Geschenk gemalt. Ich weiß nicht, warum er so ein kleines Stück Papier genommen hat. Also auf jeden Fall richtig süß. Süß hat er hier irgendwelche Menschen gemalt und eine Geburtstagstorte. Ne? Auf jeden Fall seine Party bestimmt. So süß. Er hat gesagt, Mama, nicht anfassen. Ich lege das hier hin und dann gebe ich das Leon morgen zum Geburtstag. Oh mein Gott. So süß. Ich kann nicht mehr. Ich wollte noch meinen Duft wechseln. Diese Lampe, die ist so cool. So eine Duftlampe und da ist so ein Gel drin, so ein Duftgel. Und, Gel sage ich, so ein Wachs. Und das riecht einfach so geil. Und ihr könnt auch die Lampe anlassen, also es passiert wirklich nichts. Hier hinten geht das an. Moment. So, genau, dann leuchtet da auch so eine Lampe. Und hier diese Punkte leuchten dann auch richtig, richtig geil. Und ja, wie gesagt, das duftet so gut, nur dieser Duft ist schon etwas länger drin. Der duftet jetzt nicht mehr so intensiv, deswegen wollte ich den jetzt auftauen, sag ich jetzt mal, und wechseln. Und da kommt dieser Duft hier rein. Kirsch ist das, glaube ich, ne? Genau. Simply Black Cherry. Da wollte ich austauschen. Richtig geil. So, was wollte ich jetzt machen? Das muss ich gleich wegschmeißen. Ich bin eigentlich fast fertig und Leute, ich brauche neue Stühle. Katastrophe, was die Katzen gemacht haben. Guckt mal. Ja, aber ich bin schon auf der Suche nach neuen Stühlen. Auf jeden Fall brauche ich irgendwas mit so einem Stoff. Kein Kunstleder mehr, weil, ne, wegen den Katzen. Ja, ich muss nur noch Boden wischen abends. Soweit habe ich jetzt die Küche aufgeräumt. Wohnzimmer auch. Hier diese kleine Chaos-Ecke muss ich noch machen. Also die Klamotten bleiben hier liegen, weil das ziehen die ja morgen an zum Geburtstag. Ja, hier ist ein Kleinkram. Ja, aber an sich, wie gesagt, muss ich nur putzen. Ach ja, und was ich euch noch erzählen wollte, meine Kamera. Ich war heute beim Physiotherapeuten, Krankengymnastik war das, genau. Und ich dachte, ich bekomme da eine Überweisung für. Also mein Hausarzt hat mir einmal eine Überweisung gegeben gehabt für Physiotherapeuten. Und jetzt sagt er, gibt er mir nicht oder hat er nie gegeben. Ich muss mal zu Hause nochmal überall nachgucken. Vielleicht habe ich das nicht vom Hausarzt bekommen, vom Neurologen oder so. Weiß ich nicht. Und er meinte auch, es läuft nicht mit der Überweisung, sondern da braucht man ein extra Rezept für so eine Krankengymnastik und für diese Massagen beim Physiotherapeuten. Und ich muss sagen, heute war ich einmal da. Muss ich wahrscheinlich jetzt selbst zahlen, weil ich dachte, ich bekomme so eine Überweisung für. Aber gut, ist mir egal. Es hat mir wirklich sehr geholfen. Also sie hat manche Punkte hier bei mir gedrückt. Also hier im Hinterkopf und hier an meiner Schulter. Und sie meinte selber zu mir, du bist so heftig verspannt, also extremst verspannt. Und ich muss Dienstag nochmal hin und Donnerstag. Und ich werde es trotzdem machen, egal ob ich das selbst zahlen muss oder nicht. Das ist meine Gesundheit und ich merke, es tut mir einfach richtig gut. Ich sehe nicht mehr so benebelt und ich habe diesen Druck auch nicht mehr so heftig krass an meinem Kopf und deswegen mache ich das jetzt nochmal. Ja, weiß nicht, also es hilft wirklich sehr, sehr gut und ich habe sogar bessere Laune dadurch. Ich weiß jetzt nicht, ob, also bei mir wird ja alles auf Psyche, wie soll ich sagen, geschoben. Sobald ich zum Hausarzt gehe, immer sofort Psyche, 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 sie sind gesund, Psyche, tschüss, Psyche, ne? Und das finde ich irgendwo unfair, weil klar, eine Psyche kann viel machen, aber ich merke ja wirklich, dass ich verspannt bin und die ganzen Symptome, die ich habe, sind ja wirklich da. Und ich bin froh, dass ich zu diesem Physiotherapeuten gegangen bin. Sie hat mir echt gut geholfen und ich gehe da auf jeden Fall nochmal hin. Also ich fühle mich so erleichtert und ich hab so eine gute Laune heute. Ich habe heute nicht mal eine Tablette genommen, sonst nehme ich immer diese Laser-Tabletten, die sind pflanzlich. Die beruhigen einen so ein bisschen, die nehme ich eigentlich immer, oder Opipramol, auch für innere Unruhe. Und Aspirin muss ich eigentlich fast jeden Tag täglich nehmen.
Einfach weil ich diese Kopfschmerzen habe, diesen Kopfdruck. Und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen befreit. Klar habe ich noch Schmerzen, auch wenn ich die Kamera so halte, merke ich, oh, mir tut irgendwie alles weh im Nacken. Aber es hat wirklich gut getan. Also es hat wirklich geholfen, finde ich. Richtig gut. Hier ist auch wieder diese komische Lampe. Also ihr fragt mich ja immer, warum diese Streifen kommen. Das liegt an LED-Lampen, ne? Ich habe hier so viel Wäsche, Leute. Bei mir ist es so dunkel. Hier leuchtet es wieder so. Kein Sinn. Ach ja, und ich habe mir heute auch eine neue Leggings geholt. Oh Gott, das muss ich auch gleich wegschmeißen. Die Katzen waren wieder dran und Boden wischen. Ja, ich habe mir heute eine neue Leggings geholt bei Taco. Und ich finde die voll cool. Also sie hat hier so einen hohen Bund, wie nennt man das? Und hier so ein Leopardenmuster, so ein Schlangenmuster. Und das ist aber so ein weicher Stoff, nicht diese Lederstoff, sondern richtig so weich, angenehm. Deswegen dachte ich, kann man auch zum Fitness anziehen, ne? Und auch so, ich probiere sie, glaube ich, jetzt mal an. Ich habe jetzt das an. Ich wollte ja gleich zum Friseur mit den Kindern. Vielleicht ziehe ich die jetzt an und ein schwarzes Top oder so, ist echt warm. Die Sonne ist wieder draußen und guckt mal. Bei uns sieht das hier immer noch so aus. Die Balkone wurden jetzt weiß gestrichen. Bekommen jetzt noch eine Farbe, also ne, außen, innen bleibt es weiß. Bin ich schon echt gespannt, welche Farbe wir bekommen. Guck mal, da liegen meine Wimpern. Die habe ich gestern ausgezogen. Ah, geil. Und die Kinder haben hier wieder gespielt und ich bin froh, dass ich meinen Garten bald wieder schön machen kann. Das ist jetzt erstmal so eine richtige Baustelle. Ja, da würde ich sagen, probiere ich mal meine Leggings an. Und ich freue mich schon am 13. bekomme ich endlich neue Haare. Ich freue mich und da nehme ich euch wahrscheinlich auch mit. Also muss ich gucken. Okay, reicht, Leute. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr das hier gut sehen könnt. Ich finde, die ist richtig schön bequem. Ja, ich habe hier zugenommen. Ich habe jetzt hier eine kleine Problemzone, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, die ist wirklich richtig weich und bequem. Und die hat nur 7,99 € gekostet. Richtig, richtig, richtig gut. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Die werde ich auch anziehen und ich werde die auch zum Fitness anziehen. Oberteil habe ich jetzt extra hoch gemacht, damit ihr das gut sehen könnt. Aber werde ich jetzt runter machen. Und ja, muss sagen, richtig, richtig gut. Mario, Anna, Lore, Dana, siehst du auf jeden Poster. So Leute, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich habe voll vergessen, die Kamera mitzunehmen. Und durch den ganzen Stress, meine Schwester ist schon gekommen und wir sind direkt los. Oh, dieses Licht, Moment, gefällt mir gar nicht hier. Einmal ausmachen. So, jetzt besser. Wir waren kurz noch bei Teddy. Und die Kinder haben Haare geschnitten, so süß. Ja. Guck mal Leute, ich habe schon Licht an, aber es ist trotzdem voll dunkel, ne? Mhm. Ich kann echt nichts dafür. Also einmal bei Louis, er sah gerade so süß aus, wo er die Haare richtig so gegelt hatte. Richtig schön bei Leon. Er mag sie immer richtig lang hier vorne. Au. So, ich zeige euch noch ganz kurz, was wir geholt haben. Warum ist das Licht hier so schlecht? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall habe ich hier so einen Sandwichmaker geholt. So einen Toaster. Unser ist kaputt gegangen. Dann haben wir uns solche Becher geholt, einen für mich, für 1 Euro jetzt nur noch, finde voll süß und mit Melone. Dann hat Luis sich hier so einen Sand, oder was ist das? Ja. Sand, hast du keinen Sand geholt? Mhm. Da wollte ich ja diese Tütchen für Geburtstag morgen vorbereiten, also diese Schatz. Tütchen, sage ich jetzt mal. Da wollte ich so Kleinkram für die Kinder ein bisschen reinmachen. 2 Tüten, deswegen habe ich mal alles doppelt geholt. Einmal diese Spider-Man, die so klettern und kleben.
Dann sowas kommt da rein, die Tütchen. Dann was Süßes einfach. Davon. Genau, und ich habe noch genug Süßes zu Hause. Dann hat Lian sich, Moment Schatz, es ist so dunkel hier, es regt mich voll auf. Ja. Dann hat Lian sich diese großen Flummis. Yes, baby. Ich mache das gleich sofort auf, Luis. Dann nochmal so zwei Becher für die Kinder. Lian hat mit Ananas, Luis hat hier sowas mit der Sonne, Palme. Da hat Luis sich hier noch so ein Flummi. Und das ist dieses Handy, was ich euch gesagt habe, was ich Lian abgeholt habe. Ey, dieses Licht, ne, das geht gar nicht. Das muss ich natürlich noch ein bisschen, ja, sauber machen. Aber ist echt noch richtig gut wie neu. Und Kabel einfach dazu noch. Kein Original ist, aber egal, haben wir. Ja, dann noch Feuerzeuge und Batterien. Genau, das war's. Ich werde jetzt mit den Kindern, wie gesagt, diese Kuchen backen und Muffins. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ihr merkt, also dieses Licht ist hier Katastrophe, obwohl mein Licht an ist. Ja, würde ich einfach sagen, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich nehme euch morgen wieder mit. Das Video von Lians Geburtstag wird aber, glaube ich, nicht morgen online kommen, weil bis 19 Uhr sind die Kinder hier, wir sind am Feiern. Und dann schaffe ich das einfach nicht, am selben Tag hochzuladen und zu bearbeiten. Aber dann eventuell Sonntag oder Montag. Muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Samstag habe ich kinderfrei. Vielleicht schaffe ich das auch Samstagvormittag. Keine Ahnung, ich will nichts versprechen. Auf jeden Fall bekommt ihr auch ein Video vom Geburtstag. Und ja, würde ich einfach sagen, lasst mir mal Feedback da. Einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, sehen wir uns die Tage. Ciao.